So, da sind wir auch schon. Ich sollte zu hören sein, hoffe ich. Vielleicht einmal ganz kurz eine Rückmeldung. Gerne im Chat bei GoToWebinar und auch ganz gerne mal auf der Facebook-Seite von Tickmill Deutsch. Nicht erschrecken, ja. Hi Olaf, guten Morgen. Nicht erschrecken, ja, hier ist heute nicht der Mike. Der Mike ist in seinem verdienten Urlaub und ich habe die Ehre, ihn heute hier zu vertreten. Ich stelle mich ganz kurz vor. Martin Görsch ist mein Name. Und wir werden jetzt hier so die nächsten 20, 30 Minuten miteinander verbringen. Und ja, ich hoffe, ich kann euch hier ein bisschen was Sinnvolles zeigen für den heutigen Handelstag. Okay, dann starten wir hier direkt, wie immer, mit einem kleinen Risikohinweis. Ja, Trading ist mit erheblichen finanziellen Risiken verbunden. Ja, der Handel mit Devisen und Margin, mit Devisen und CFDs auf Margin kann zu Verlusten führen und ist nicht für jeden Anleger geeignet. Ja, das ist immer ganz wichtig. Die tollen Chancen, die wir auf der einen Seite haben, die wir ja heute auch hier so ein bisschen besprechen, denen stehen natürlich auf der anderen Seite entsprechende Risiken gegenüber. Gut. Werfen wir einen Blick auf die News von heute. Erzeugerpreisindex ist jetzt auch schon durch. Screenshot ist ein paar Minuten älter hier. Wir haben heute die Zinsentscheidung gesehen der People's Bank of China. Die haben die Zinsen gesenkt. Ja, das kommt beim Markt aktuell nicht so gut an. Handelsbilanz Japan war grottenschlecht. Exporte in Japan deutlich zurückgegangen, deutlich stärker als erwartet. Also das sieht bisher für heute alles nicht so gut aus. Was kommt heute noch Wichtiges für alle die, die im kanadischen Dollar unterwegs sind? Da werden wir uns heute auch ein bisschen was anschauen. Kommt heute der Verbraucherpreisindex, ganz, ganz wichtig. Und wir haben natürlich die Rohöllagerbestände, mal wie jeden Mittwoch fast um 16:30 Uhr. Und wo sicherlich der Aktienmarkt extrem drauf wartet, ist heute Abend 20 Uhr FOMC-Sitzungsprotokoll. Ja, Fernando, guten Morgen. Okay. So, werfen wir einen Blick in die Charts. Was will ich heute alles zeigen? So, wir fangen einfach mal an mit dem Crude Oil. Ich habe es jetzt ein bisschen anders gemacht, als der Mike das macht. Der hat ja meistens die Zeichnungen vorbereitet. Ich versuche mal, wie ich hier zeitlich hinkomme. Wenn ich das mit euch zusammen hier so ein bisschen erstelle, generiere, ja. So, was hier ganz wichtig ist im Öl, ist immer erstmal zu schauen, in welcher Richtung wir uns momentan befinden. Und wir haben hier einen ganz klaren Trend, der hier gelaufen ist, einen Aufwärtstrend, der sich relativ lange hier gehalten hat. So, ich zeige das mal gerade kurz. So. Und das ist hier dieser schöne Aufwärtstrend im Crude Oil. Und da sind wir gerade dabei auszubrechen. Ja, wir haben hier ein starkes Momentum gesehen, die letzten 2 Tage sind hier im Prinzip auch aus so einer kleinen Range hier ausgebrochen. Die zeige ich auch noch mal kurz. Ja, das ist diese kleine Handelsrange. Wir sind also gestern im Laufe des Tages hier aus dieser sehr dynamischen, mit dieser sehr dynamischen Bewegung hier aus der Range ausgebrochen, befinden uns jetzt hier am unteren Ende vom Trendkanal. Das schauen wir uns gleich nochmal auf dem Stundenchart ein bisschen genauer an. Und das bedeutet für mich jetzt erstmal, dass ich zumindest hier vom Chart, wenn wir hier nochmal unter das Tief von gestern gehen, den Vorteil relativ deutlich auf der Short-Seite sehe. Ja, und einen Zielbereich können wir hier im Prinzip auch schon festlegen. Und zwar ist das hier unten dieser ganze Bereich um 51 Dollar. Ja, da sind wir hier eigentlich das ganze Jahr, seit Beginn des Jahres, na, im Januar hier, im Februar, im Mai, im Juni, im August, im Oktober zuletzt, sind wir immer wieder in diesem Bereich gelaufen und in dem Bereich sind auch immer wieder die Käufer gekommen. Das heißt,
Auf der Unterseite haben wir hier diesen ganz, ganz klaren Entscheidungsbereich. Wenn der in den nächsten Wochen nach unten wegbrechen sollte, dann sieht es echt nicht gut aus im Öl. Ja? Weil wenn wir uns das anschauen, was wir hier noch haben, wir haben hier auf der linken Seite, ich hole mal kurz ein Zeichentool rein, dann kann ich das vielleicht alles mal noch ein bisschen deutlicher machen. Ja, wir haben auf der linken Seite hier eine sehr dynamische Startbewegung, die hier mit den Tiefs losging. Und es ist häufig so, wenn wir so extrem dynamische Bewegungen haben, wo der gesamte Move hier eigentlich mehr oder weniger ohne Rücksetzer gelaufen ist, dann ist es oft so, wenn wir auf der anderen Seite durchbrechen, dann laufen diese Bewegungen ähnlich dynamisch ab. Ja, und hier sind die Kursziele dann auch tatsächlich erst wirklich irgendwo hier unten wieder, so im unteren 40er Bereich. Also das wäre mal so das langfristige Bild. Da kommen wir auch so ein bisschen hin, wenn wir uns hier mal den laufenden, die fallenden Hochs hier in der ganz großen Zeitebene, in den ganz großen Swings anschauen. Ja, dann fällt hier vielleicht auf, wir haben hier sowas wie so ein Dreieck, ne? Und da kommen wir relativ einfach auf unsere Ziele, indem wir uns hier so die Höhe des Dreiecks nehmen, ja, und die Höhe des Dreiecks hier nach unten an den Ausbruch anlegen. Und dann kommen wir hier tatsächlich in den Bereich 40 Dollar. Also das wäre etwas, was langfristig denkbar wäre. Ne? Das ist natürlich nicht das, was wir jetzt traden, sondern das, was für uns fürs Trading interessant ist, ist eben tatsächlich dieser dynamische Ausbruch hier, der zur Unterseite erfolgt, wenn er denn kommt. Ja. Was uns hier zusätzlich noch in die Karten spielt. Ja, wer also meinen Handelsansatz so ein bisschen kennt, der weiß, dass ich achte relativ viel auf Commitments of Traders Daten, relativ viel auf Saisonalitäten. Und da will ich heute, weil wir das eben beim Öl auch bekommen, will ich hier heute noch mal kurz zeigen, wie das Ganze im Öl momentan aussieht. Ja, das sind hier die Saisonalitäten vom Ölpreis, immer von Januar bis Februar. Also die ganz normalen Seasonals. Und da sehen wir haben hier für Ende November bis ja so ins erste Drittel Dezember ein relativ klares Abwärtsbias. Wir haben ja also einen ziemlich klaren saisonalen Vorteil auf der Short-Seite. Und wenn das Ganze natürlich dann in Verbindung läuft mit Chart-Setups, wie wir sie jetzt vielleicht gerade kriegen, dann sind das häufig ganz gute Möglichkeiten, da tatsächlich am Markt mal ein bisschen was in der Richtung zu machen. Ja, und man kriegt hier auch noch so ein bisschen die durchschnittlichen Performances, die wir hier so in den letzten Jahren gesehen haben. Das ist hier immer so der Durchschnitt über 20 Jahre. Und da sehen wir halt, der November ist im Schnitt recht schlecht. Ja, wir haben 50% der Novembermonate als Verlustmonate im Öl. Und im Durchschnitt macht der Ölpreis im November einen Rückgang um 2,2%. Im Dezember sehen wir auch meistens noch einen Rückgang, und zwar in 60% der Fälle, in 40% der Fälle. Wir haben hier 60% steigende Dezembermonate, haben aber trotzdem in der Gesamtheit über alle Monate einen Kursrückgang von ungefähr 0,9% im Schnitt. Ja. Und wir haben uns ja jetzt gerade den saisonalen Verlauf angeschaut, und da sehen wir dann eben auch, warum wir doch eine 60-prozentige Wahrscheinlichkeit haben, im Dezember zu steigen, weil wir eben Ende des Jahres hier häufig diesen Rallye-Bereich haben. Ja, der interessiert uns jetzt aber erstmal gar nicht, sondern uns interessiert eben dieser Part hier auf der Seite. Und da sind wir eben momentan bis erstes Drittel Dezember saisonal, sollten wir uns da eher auf der Short-Seite bewegen. Und das passt hier natürlich sehr gut. Na, weil wenn wir uns so die Swings im Öl anschauen, dann könnten wir tatsächlich bis Mitte Dezember hier nochmal einen ganzen Stiefel nach unten zulegen. Und da müssen wir jetzt eben immer nur so ein bisschen schauen, also, ja, so ein bisschen schauen, wo könnten denn hier Hindernisse liegen? Ja, und da haben wir hier so einen kleinen Support-Bereich durch dieses letzte Tief. Wir haben hier unten diesen Support-Bereich durch diese Tiefs. Ja, und die richtig dicke Unterstützung, die kommt eben tatsächlich erst hier so in diesem Bereich 51 Dollar. Ja. Also so sieht im Moment das Bild im Öl aus, wenn wir uns das Ganze in der kleineren Zeitebene anschauen. Ja, dann sehen wir hier nochmal sehr, sehr schön, wie sich diese Abwärtssequenz aufgebaut hat. Ja, wir sind hier mit einem
kleinen Retracement und sehr dynamischen Bewegungen gelaufen, haben jetzt hier über Nacht wieder so eine kleine ja, Korrekturbewegung gesehen. Und jetzt wird es eben interessant, wenn wir unter dieses Tief von gestern hier, also unter die 55-Dollar-Marke rutschen, dann rechne ich hier nochmal mit ein bisschen mehr Druck, mit ein bisschen mehr Momentum. Ja, ein bisschen Vorsicht noch, wir haben hier noch so ein kleines Zwischentief. Ja, das dürfte aber nicht groß als Hindernis hier sich auswirken, sondern der interessantere Bereich, der liegt dann so hier ungefähr bei 54, 25, 54, 30. Da fängt so der nächste Bereich der Supports an. Ja, das wäre also durchaus was, was man hier für heute auf der Uhr haben sollte. Das nächste, was wir uns anschauen wollen, ist so die allgemeine Schwäche im kanadischen Dollar momentan. Und dann ist es eben im Forex-Bereich häufig so, wenn wir einen Wert haben, einen Forex-Wert oder eine Währung, die jetzt besonders schwach ist, dann wirkt sich das oft auf mehrere Währungspaare parallel aus. Ja, und wir haben dann zum Beispiel hier den neuseeländischen Dollar gegen den kanadischen Dollar. Da sieht das Ganze so aus, dass wir uns hier wie in so einer Bodenbildungsphase auch befinden. Ja, Neuseeland-Dollar gegen Kanadisch-Dollar war hier sehr, sehr lange in einem sehr dynamischen Abwärtstrend, ja, wenn wir uns das Ganze anschauen. Wir laufen hier im Prinzip seit Ende März 2019 abwärts und haben hier das absolute Tief gesehen Anfang Oktober. Und hier geht es jetzt eben auch wieder darum, dass wir einmal kurz schauen, wie sieht denn die aktuelle Chartsituation hier aus? Und wir haben diesen Bereich hier von dem Trendwechsel, der hat sich hier sehr schön angekündigt über so ein kleines Dreieck, was hier entstanden ist auf dem Tageschart. Ja, wirklich, wirklich, wirklich toll, weil wir hier ganz klar die Berührungspunkte haben. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Und das ist immer ideal, wenn wir in einem Dreieck fünf Berührungspunkte haben und im sechsten Anlauf laufen wir aus dem Dreieck raus, dann ist das häufig eine ganz, ganz gute Möglichkeit, hier einen kurzfristigen Trade zu machen für diesen Breakout. Jetzt haben wir hier auf der Oberseite dieses Widerstandslevel gehabt. Ja, das kommt auch schon von hier drüben so ein bisschen. Da haben wir diesen Bereich hier 0,85 als Widerstand gehabt. Der hat auch wieder hervorragend funktioniert. Deutlich abverkauft, nochmal rangelaufen und jetzt wieder abverkauft und jetzt kam hier der dynamische Durchbruch. Und dieser dynamische Durchbruch, den wir hier gesehen haben, durch die 85 am gestrigen Handelstag, ja, der bewegt mich dazu, die nächsten Kursziele irgendwo hier oben zu sehen, so bei 86, 50, 86, 60. Da haben wir einfach gute Chancen, dass wir so in diesen Bereich gehen. Das, was ich eben schon mal gemacht habe, das können wir hier uns auch noch mal kurz anschauen, nämlich uns einmal die Höhe dieses Dreiecks nehmen. Ja, und legen jetzt dieses Dreieck auf das Ausbruchslevel. Ja, da sind wir ungefähr hier. Und dann kommen wir nämlich hier so in den Bereich zumindest, na, so, zumindest 86, 14, 86, 15. Und ich denke schon, dass wir auf jeden Fall, wenn die Bewegung weiterläuft, hier diese alten Tiefs testen werden. Und dann sind wir hier auch ganz schnell im Bereich 86, 50. Das wäre so der eigentliche Zielbereich, den ich zumindest hier auf der Uhr habe. Ja, und was hier auch wichtig ist, mit diesem Ausbruch aus dem Dreieck haben wir hier im Prinzip eine neue Sequenz begonnen. Ich zeichne die einfach jetzt mal in Rot rein. Das sieht man wahrscheinlich ganz gut. Ja. Haben wir hier diese neue Sequenz begonnen. Ja, und das ist im Prinzip nichts anderes als ein intakter Aufwärtstrend. Wir haben also jetzt hier auf jeden Fall auf Tagesebene den intakten Aufwärtstrend. Ihr werdet das auch merken in den ganzen nächsten Tagen, wo wir uns hier zusammen mit den Märkten beschäftigen. Meine Setups kommen typischerweise aus dem Tagesschart. Das ist für mich mit Abstand die wichtigste Handelszeitebene. Ich schaue immer gerne nochmal auf die Woche, um zu sehen, was macht das große Bild? In welcher Richtung liegen hier so ein bisschen die Vorteile? Aber die tatsächlichen Handelsideen, die kommen hier tatsächlich aus dem Tageschart. Ja, ich setze das auch gerne
in kleineren Zeitebenen um, aber die eigentlichen Einstiegssignale, die kommen alle aus dem Daily. Ja, und ich habe das schon ein paar Mal an anderen Stellen erläutert. Das hängt einfach damit zusammen, dass die größeren Zeitebenen das sind, was für die institutionellen Händler interessant ist. Ja, die größeren Zeitebenen, das sind die Zeitebenen, wo das wirklich, wirklich, wirklich große Geld untergebracht wird. Und das ist das, was eben die Preise bewegt. Ja, Angebot und Nachfrage bewegt die Preise. Und je mehr da an Volumen hintersteht, umso größer oder umso wichtiger werden diese Bewegungen. Und es ist immer das Gleiche. Es ist relativ egal, ob ihr jetzt wie hier so ein Dreieck erkennt oder ob ihr einen Trend erkennt oder ob ihr hier oben irgendwo ein Widerstandslevel erkennt. Ja, das ist immer, je höher die Zeitebene ist, aus der diese Level stammen, umso besser funktionieren diese ganzen Sachen. Ja, also ich rate so ein bisschen davon ab, hier auf dem Minutenchart zu versuchen, mit einer Charttechnik zu arbeiten oder mit Support- und Resistance-Leveln. Da ist der Faktor Zufall einfach so groß, dass das sehr, sehr schwierig wird, da durchgehend profitabel zu sein. Ja. Okay. Also Kursziel hatten wir jetzt gesagt, liegt hier so ungefähr. Ich zeichne das einfach mal ein, dass wir das vielleicht für die nächsten Sessions dann hier auch noch haben. Das ist hier so ungefähr. Na, haben schon. So, ungefähr der Bereich 86,50. Das Ganze markieren wir einmal hier schön in Blau. So. So, das wäre hier die Idee dahinter. Wenn wir uns das Ganze mal auf dem Stundenchart anschauen, ja, dann sehen wir diese Geschichte, die sich hier entwickelt hat. Ich zeichne das hier drüber mal kurz rein. Das, was sich hier entwickelt hat, das ist im Prinzip so ein bisschen. Ah, ich versuche es mal zu zeichnen, ist jetzt nicht besonders schön, aber dafür hilft es vielleicht. So. Ja, das ist wie so eine Tasse-Henkel-Formation, die wir hier auf dem Stundenchart haben. Und die Zielbereiche, die sich daraus ergeben, das sind so ganz typische Trendentwicklungen. Ja, das sehen wir ganz häufig, dass sich Trends in dieser Art und Weise entwickeln, dass wir erst eine große Korrektur sehen, dann laufen wir einmal an diesen Widerstandsbereich hier ran, sehen hier nochmal eine kleinere technische Reaktion und im nächsten Anlauf kommt dann der Ausbruch. Und dieser Ausbruch ist eben meistens nachhaltig. Ja, da gibt es verschiedene Möglichkeiten, das zu traden. Man kann das so handeln, dass man hier einfach auf den schnellen Move geht und relativ zügig auch seine Gewinne wieder mitnimmt. Das kann man aber auch machen, indem man so, ja, indem man sich jetzt hier einfach die Höhe aus der Tasse holt. Ja, das ist jetzt ungefähr die Höhe der Tasse. Und dass wir dann. Na, warum kriege ich das nicht markiert? So, ja, und dass wir dann diese Höhe hier an das Ausbruchslevel ranlegen. Und oh Wunder, ja, wir kommen zu dem gleichen Ziel, wie wir uns eben das Ganze charttechnisch gesucht haben. Wir kommen in den Bereich 86,50 als Kursziel. Ja. Also. Das mal die Idee im New Zealand Dollar, Kan Dollar. Und jetzt haben wir gerade gesagt, wenn wir eine Währung haben, die irgendwie besonders stark ist oder besonders schwach ist, dann ergibt sich das meistens in allen Währungspaaren, die wir uns da anschauen können. Und da haben wir hier eben heute auch den US-Dollar, kanadischen Dollar, der hier in ganz interessanten Bereich läuft. Nämlich haben wir hier den übergeordneten Abwärtstrend hier mit den fallenden Hochpunkten und haben auf der Unterseite hier die steigenden Tiefpunkte. Das heißt, wir laufen hier auf dem Tageschart auch wieder in so ein großes Dreieck rein und sind jetzt heute früh hier dabei, aus diesem Dreieck auszubrechen. Und jetzt ist die Grundsituation ganz ähnlich wie das, was wir uns gerade hier im New Zealand Dollar Kan-Dollar angeschaut haben. Ja, wir haben auch hier so eine Dreieckskonstruktion, sind hier ausgebrochen, haben hier dann auch schon wieder diesen intakten Aufwärtstrend auf dem Tageschart. Und genauso sieht es eben jetzt auf dem US-Dollar, Kanadisch-Dollar auch aus. Ja, ich hole das einmal ein bisschen größer hier rein.
und zeichne auch hier jetzt nochmal die Sequenz nach. Und da sehen wir, wir kommen hier von unten, na, und laufen hier tatsächlich in diesen intakten Trend rein. Ja, und sowas kann man im Prinzip an diesen Stellen hier schon antizipieren. Na, wenn wir über dieses letzte Hoch drüber laufen, dass man dann auch so ein bisschen hier schon den Ausbruch aus dem Dreieck antizipieren kann. Aber häufig genug, gerade bei Währungen, bleiben wir in diesem Bereich hängen. Und mir gefällt das Chartbild auch insgesamt nicht ganz so gut wie das vom New Zealand Dollar, weil wir hier, ich zeige es gerade mal, in einen wichtigen Widerstandsbereich kommen. Ja, das hier ist ein ganz, ganz wichtiger Verkaufsbereich. Das könnt ihr euch mal merken. Immer an den Stellen, wo starker Verkaufsdruck in den Markt gekommen ist oder eben auf der anderen Seite auch starker Kaufdruck, haben wir ganz häufig wichtige Support- und Resistance-Level. Ja, und das zeige ich gerade mal. Also das, was ich meine, das hier ist starker Verkaufsdruck. Das hier ist extrem starker Verkaufsdruck. Das hier, diese ganzen großen Momentumbewegungen. Ja, und im Prinzip könnt ihr mal schauen, wo kommen diese Momentumbewegungen her? Und das sind die Bereiche, die für euch interessant sind. Entweder, wenn ihr hier in der Richtung Long-Positionen haltet, dann ist das hier so ein bisschen der Bereich Kursziel. Oder wenn ihr Short-Positionen aufbauen wollt, dann ist das so ein bisschen quasi der Einstiegsbereich. Ja, nehmen wir uns einfach mal hier diese Momentumbewegung abwärts. Na, jetzt kommen wir hier in so eine ABC-Korrektur rein. Also quasi einfach nur so eine dreiwellige Korrektur, ohne das jetzt tatsächlich irgendwie nach Fibonaccis beurteilen zu wollen, nach Elliott-Wellen beurteilen zu wollen. Ja, und dann haben wir hier eben, da wo diese große Lunte sich befindet, haben wir hier den Verkaufsbereich. Ja, und was passiert? Naja, wir laufen einmal kurz hier in den Verkaufsbereich rein, noch ein zweites Mal und dann kommt hier die nächste große Abwärtsbewegung. Und diese nächste große Momentumbewegung hier, die gibt uns jetzt das nächste Verkaufslevel. Ja, und das ist eben dieses hier. So, das heißt, wenn wir hier reinlaufen über die 1,33, ist auf jeden Fall mit Widerstand zu rechnen, im US-Dollar, Kanadisch-Dollar. Und deswegen gefällt mir das, nicht, diese Grundsituation nicht ganz so gut wie im New Zealand-Dollar, Kan-Dollar. Ja, aber von der Ausgangslage her ist es sehr, sehr ähnlich. Also auch da liegt im Moment hier der Vorteil auf der Long-Seite. Das sieht natürlich in die andere Richtung genauso aus. Ne? Ich zeige es einmal kurz. Wir haben hier das große Momentum reingekriegt. Hier kamen die großen Käufer in den Markt. Und wenn wir uns anschauen, was das dann hier unten für eine Kaufzone ist, ja, das ist diese Zone, die sich hier entwickelt hat, dieser Kaufbereich. Und so sieht das Ganze aus. Ja? Wir dippen einmal kurz in den Kaufbereich rein und dann kommen dieselben Käufer, die hier schon mal den Kurs hochgebracht haben, die kommen hier an der Stelle eben wieder genauso. Okay, werfen wir auch hier noch mal kurz einen Blick in die Stunde. So. Ja, da sehen wir jetzt die nächsten Widerstandslevel nicht. Hier im H4 können wir uns das anschauen. Ich zeichne die einmal rein. Da haben wir hier eine kleine Zone. Und der eigentliche Bereich, der liegt hier oben. So, das sind also hier die beiden wichtigen Level auf dem H4. Gehen wir jetzt hier mal kurz in den Stundenchart und schauen, okay. Also, wenn man sowas dann hier tradet, da sind wir leider ein paar Minuten zu spät hier heute für den direkten Einstieg, dann nimmt man normalerweise die Einstiege dann hier zum Beispiel im Break, ja, hat dann entsprechend enge Stops, entweder hier oder ganz eng wäre dann schon da am Stundenchart. Und dann haben wir eben den ersten Zielbereich hier oben. Und das, was für euch dann immer wichtig ist, ist zu schauen, ja, wie groß ist denn an dieser Stelle der Stop und was könnt ihr denn bis zum nächsten Kursziel im Prinzip damit verdienen? Und wenn das in einem vernünftigen Verhältnis steht, dann ist es durchaus ein Trade, den man machen kann. Ja, das ist keine Garantie dafür, dass diese Dinge gut laufen. Das ist auch keine Garantie dafür, dass man damit bei jedem Trade Gewinn macht. Das ist aber auch am Ende nicht das, worum es geht. Ja, sondern wir wollen eben auf die Summe unserer Trades Geld verdienen. Und so. Und
Und das ist eben das, was für uns als Trader interessant ist. Ja. So, ja, da habe ich hier gerade den Hinweis gekriegt vom Alex, vielleicht einmal kurz das Ende des Charts vom Rand verschieben, damit man das Ganze ein bisschen besser sieht. Guter Hinweis, ja, das werden wir dann für morgen einfach von Anfang an so lassen. Aber das sind die Handelsideen, die wir hier für heute haben. Das ist das, was ich für heute vorstellen wollte. Ich schaue noch mal kurz hier in den Facebook-Chat, ob wir hier noch mal Fragen hatten. Ja, Holger, Ronny, hi. Schön, dass ihr alle dabei seid. Das ist ja wirklich toll. So, alles klar. Das war's dann im Prinzip. Offene Fragen sehe ich jetzt hier erstmal nicht. Dann bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit. Hoffe, ich konnte ein paar Anregungen geben hier für den heutigen Handelstag und sage dann sehr gerne bis morgen zur gleichen Zeit, 8:30 Uhr. Dann machen wir das Gleiche wieder und schauen mal, was die Märkte uns morgen geben. Ja, also euch einen erfolgreichen Handelstag und natürlich positive Trades. Bis dann, bye bye.